In diesem Teil beginnen wir nun mit digitalen Lerninhalten im Unterricht. Die Voraussetzung dafür ist, dass die Klasse eingerichtet ist und die Schülerinnen und Schüler ihre Benutzernamen und Passwörter kennen. Sie als Lehrperson haben den Unterricht vorbereitet und kennen daher den digitalen Fil Rouge mit seiner Struktur bereits. Denn dieses Tutorial fokussiert nur auf die neuen Funktionen zur erfolgreichen Durchführung von Schulunterricht mit Schülerinnen und Schülern. An dieser Stelle ein Tipp. Sie kennen sicherlich bereits die Kontexthilfe, welche über Fragezeichen auf der Webseite erreichbar ist. Diese Kontexthilfe begleitet Sie durch alle bisherigen Funktionen. Dieses Tutorial führt anhand des Lehrmittels Weitblick 2 durch die Funktionen und durch die Schülersicht. Beim Lehrmittel Einblick Aargau, wir wechseln kurz, sind Struktur und Funktionen deckungsgleich. Bei Sprachwelt 1 sind zyklusgerecht einige Funktionen nicht verfügbar und der Lehrmittelaufbau ist geringfügig anders. Wechseln wir zurück auf die Startseite Lehrperson Weitblick 2. Augenfällig ist in diesem Bereich ein neuer Klassenbereich mit dieser dreiteiligen Kachel. Bei Sprachwelt 1 taucht ebenfalls die Klasse auf, die Kachel ist jedoch einteilig. Ich wechsle zurück auf Weitblick 2. So. Und wechsle kurz auf die Schülersicht. Auch die Schüler haben einen Bereich, mein Unterricht, und eine Klassenkachel. Daraufhin komme ich aber später noch vertieft zu sprechen. An dieser Stelle nochmal ein Tipp. Damit Sie die Schülersicht kennenlernen können, legen Sie sich ein stilles Schülerkonto an. Das heißt, Sie nehmen damit nicht aktiv am Unterricht teil, sondern nutzen es zur eigenen Orientierung. Unterricht mit unserem ersten Lernarrangement. Dazu navigieren wir über den Lerngegenstand zum Lernarrangement und haben nun neu im rechten Menü zuoberst unsere Klasse ausgewählt. Sie können natürlich mehrere Klassen einrichten und über dieses Menü hier die jeweilige Klasse dann anwählen. Im nächsten Schritt wollen wir jetzt den Lernstatus des Lernarrangements innerhalb dieser Klasse festlegen. Dazu klicken wir auf Lernstatus festlegen. In diesem Fenster nun können wir über dieses Dropdown-Menü zwischen drei Bearbeitungsstati auswählen, nämlich ohne Status, unbearbeitet, in Bearbeitung und Lernarrangement mit der Klasse abgeschlossen. Da wir nun starten, schalten wir es in Bearbeitung und speichern diese Einstellung. Das hat nun verschiedene Auswirkungen. Schauen wir uns das genauer an. Zuerst sehen wir, dass nun beim Lernstatus dieses in Bearbeiten-Icon eingesetzt ist. Die erste Auswirkung ist sichtbar, wenn wir auf die Übersicht Lernwelt wechseln. Hier sehen wir nun, dass das Lernarrangement ebenfalls dieses Icon erhält. Das hilft Ihnen mit der Zeit, sich über den Status der ganzen Lernwelt den Überblick zu erhalten. Sie werden sehen, was Sie bereits gemacht haben, wo Sie dran, mit der Klasse dran sind und was Sie bereits abgeschlossen haben.
Gut, eine weitere Auswirkung ist auf den Startseiten zu sehen. Auf Ihrer Startseite ist nun neben der Klassenkachel die Lernarrangementkachel als direkter Zugriff verfügbar. Nach Klick darauf gelangen Sie also ab jetzt direkt über diese Kachel in das Lernarrangement. Auf der Schülerseite taucht in diesem Bereich nun ebenfalls die Lernarrangementkachel auf. Klicken die Schüler da drauf, kommen sie direkt in die Lerninhalte. Gut, nehmen wir an, Sie haben das Lernarrangement erfolgreich beendet und stellen daher den Status auf abgeschlossen. Wir speichern das. Das Icon ändert sich ebenfalls in der Übersicht Lernwelt. Und die Kachel ist aus diesem Bereich wieder verschwunden. Ebenso bei den Kindern. Diese Stelle eine Bemerkung. Wie Sie gesehen haben, erfolgt die Statuseinstellung immer manuell durch Sie als Lehrperson.